Servus Leute, bei einer neuen Folge Homefront der Revolution. Und die letzte Folge hat es ja nicht so gut geklappt mit hier dem Typen finden. Ja, ja, ich komme klar. Und ich will jetzt erstmal, wo sind denn die jetzt hin? Ah, hier sind sie. Belohnung, wir haben keine Drohne, aber wir können uns die des Feindes aneignen. Lass es uns probieren. Hä? Was? Okay, ich nehme es einfach mal an. Was auch immer ich da machen muss. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt erstmal so ein paar Nebenmissionen. Verräter verdienen einen Verrätertod. Besorge uns ein paar Bilder von den Claps dort draußen, damit wir sie gezielt ausschalten können. Claps sind wohl die Kollaborateure in Kurzform. Na dann. Und was das? Schichtmuster. Timing ist alles. Wenn wir die Schichtmuster der Wachen kennen, die die Türen des Geländes bewachen, können wir unsere Angriffe besser planen. Zu viele aktive Jobs. Wieso? Steve Jobs ist doch schon weg. Moment. Wo waren die jetzt nochmal? Hier. Wo ist denn das? Hier. Was habe ich noch? Die einzige Art zu reisen. Mach Fotos von Motorradlagern. Okay, aber das ist ja in der roten Zone, oder? Hätte ich das mal vorher gewusst. Wachposten. Achso, das ist jetzt hier. Oku Pharmaceuticals. Wachposten in Elm Tree. Wachposten in Elm Tree, Wachposten in Elm Tree, Elm Tree, Elm Tree, Elm Tree. Ich bin doch gar nicht in Elm Tree, du Dödel. Was? Crawford steckt in Schwierigkeiten, hatte ich gebeten. Achso. Ich hab gerade gedacht, so, hä, das habe ich doch schon gemacht. Okay. In dir brennt das Feuer eines Kriegers, mein Freund. Ich folge dir bis zum... Aber sowas von. Ich gehe jetzt aber erstmal raus. Und muss mal gucken, was ich hier machen muss. Warte, nein, nicht Kamera. Hallo? Wieso ist der Ton weg? Hä? Ich habe keinen Sound mehr. Ach so. Alter, das ist voll komisch, wenn auf einmal der Sound komplett weg ist. Vor allem dieses Dililililil. Da wollte ich gucken. Was muss ich denn da machen? Achso, Kollaborateure fotografieren. Töte KVA-Einheiten mit einem gehackten, bewaffneten Konvoi. Okay. Warte mal. Das ist der Hack. Den stecke ich erstmal weg. Und jetzt ermorde den KVA-Offizier. Danke, dass Sie sich... Wie erkenne ich denn? Mit Ihrer Entscheidung für eine bessere Zukunft zu arbeiten, investieren Sie in etwas Positives und in ein Miteinander. Danke, dass Sie Sie sind. Da ist der Konvoi. Informationen, die zur Verhaftung oder Neutralisierung von Terroristen... Schmeiß mal das Ding da drauf. Okay. Jetzt schießen die Dinger hier aufeinander. Alter, 10 Leute soll ich damit platt machen. Ich warte einfach mal ab. Hopp, mach nochmal. Okay, 3 Stück.
4 Stück. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hör auf mich zu scannen. Yay. 5 von 10. Feuer mit Feuer bekämpfen. Die Sache ist jetzt nur die, der Dicke, der da steht. Geh lieber weg. Hopp, flieg in die Luft. Okay, ich lauf. Nein, bin ich nicht. Weg der Alte. Ja, ja, ich bin kein Terrorist. Ich bin der Typ aus der Mülltonne. Ich bin das Krümelmonster. Ja? Sind sie stehen geblieben? Also der rote Balken ist weg. Okay. Dann müsste ich jetzt ja wieder raus können. Danke, dass Sie fürs Erste. Mit Ihrer Entscheidung für eine bessere Zukunft zu arbeiten, ich finde es so einen dummen Satz. Danke, dass Sie sie sind. Wer soll ich denn sonst sein? Ja. Ja, ein bisschen angespannt schon, weil ich nicht ganz unschuldig bin, dass da hier so Krawall ist. Was war das? Keine Ahnung. So. Ach. Aktuelle Kriminalitätsrate niedrig. Warte mal, ich muss erstmal hier. Was? Bereich sicher. Nix. Ermordet den KFA-Offizier. Fahrzeugreparaturteam im hinteren Ankunftsbereich der Fahrzeuge mit Werkzeugset der Stufe 5 melden. Falsch. Nein. In diesem Bezirk befinden sich Terroristen. Nenne sie jede verdächtige Aktivität. Hehe. So. Was ist denn das? Steck mal die Waffe weg und tu so, als würde ich einfach nur wegrennen. So wie alle anderen. Verdammt. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich geh ins Klohäuschen. So. Ich hab den blöden Offizier nicht geschafft. Ist ja egal. Hier, hast du mal noch ein bisschen Kohle. Siehst etwas verloren aus. Ach, das täuscht. Wie komme ich da hoch? Ich müsste ja irgendwie an den Außenposten oder was das ist rankommen. Kann ich da... Ah, nee. Da kann ich bloß wieder Krawall machen, weil ich wieder über ein Brett laufe. Sag mal, geht's noch? Der eine geht weg und der nächste hockt sich hin. Gleich nochmal 10 Dollar. Ich hab doch nicht hier Spendierhose an. Ja. Sag mal, von wo aus muss ich denn hier? Verpiss dich. Geht frei von Verbrechen. Geht mit gutem Beispiel voran.
Ja. Verzieh dich, ey. Ah, sehr schön. Achso, da ist eine Leiter. Okay. Ich will jetzt gerade sagen, kann ich hier Walljump machen, Parkour und so. Hallo, du dämliche Drohne. Philadelphia kann ein Beispiel, ein Leuchtfeuer für die anderen Städte dieser Nation sein. Zeigen wir Amerika. Scheiße. Ja, jetzt. Steck doch die Waffe weg. Ich wollte hochklettern, aber es hat nicht ganz geklappt. Bisschen hier die Zone befreien und so. Aber ich bin ein bisschen zu weit gelaufen. Außerdem springt er bei den Fenstern immer so komisch. Mann, das. So, Vorsicht. Was war das? Ah. Ein paar Häftle. Was kann man hier machen? Nix. Rausglotze. Warte. Kann ich noch so ein Ding hier bauen? Gucken, ob ich treffe. Fuck. Obla. Scheiß Offiziere. Einfach weil ich Bock drauf hab. Hops. Double Kill. Was laberst du? Also war das ein Kollaborateur oder was? Hä? Was habe ich jetzt anders gemacht? Verstehe ich nicht. Und der weiß nicht, wo ich bin. Hallo, der Typ mit der Knarre im Fenster. Hallo, Drohne. Ja, jetzt wie viele da gleich kommen. Vor allem, da stehen ein, zwei Leute auf der Straße rum von denen. Und dann knall ich einen ab. Boom. Ganze Stadt voll. Habe alles genau nicht verstanden. In letzter Zeit ein ziemlich häufiger Satz. So, ah ja, zur Miete. Alles klar. Was? Was war das für ein Tick? Radio. Stuff. Leiterplatte. Wie passt denn da eine Leiter rein? Das ist doch ein Laptop. Ah ja. Ja, Speicher. Schon krass, heutzutage in den Fernsehern Speicher einzubauen. Ich meine, gut, für die Sender, klar. Aber halt auch, um Zeug aufzunehmen oder so. Zum Beispiel. Da fliegt die Drohne rum. Bleib bloß weg von mir. Okay, das muss ich mit Anlauf machen. Und hopp. Way, der ist mal nicht unter dem Geländer hängen geblieben. Die Kommunikationsanlagen zwischen den Zonen werden aufgrund von Wartungsarbeiten jeden Sonntag zwischen 22 und 23 Uhr abgeschaltet. Gut zu wissen. Ich stand zu weit weg. Jetzt. Yay, Außenposten. Und ab geht's. Ist nur lustig, wie transportieren die ganzen Waffenschränke und das Zeugs dahin? Und nach. Ich schicke jetzt ein Aufklärungsteam rüber.
Dadurch sollten wir genügend Informationen über die Bewegungen der KVA in der Zone erhalten. Alter! Irgendwas mit Anwalt der Zone, aber... Wir brauchen etwas, auf das wir uns verlassen können, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen und uns die Scheiße bis zum Hals steht. Wir brauchen einen brandneuen, okay. Verstanden? Riskiert nicht euer Leben bei dem Versuch, einen zu finden und zu deaktivieren. Gut, Brady. Langsam werden unsere Taten in der Zone bemerkt. Weiter so. Ich schon gar nicht fix. Also verschwinde. Alter, was geht mit dir ab? Ich will an das Zeug ran, wenn du im Weg stehst, kann ich doch nichts für. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist wieder süchtig zu werden. Okay, anscheinend ist jetzt hier alles abgeschaltet, oder was? Wo sehe ich eigentlich die Uhrzeit? Ah. Sag mal! Lass es sein. Ich werde nicht mit dir kämpfen. Was bist du dann beim Widerstand, du Missgeburt? Sorry, wenn ich das so sag. Aber ist ja mal ganz komisch, ey. Rucksackkapazität. Ich glaube, das hier wäre das nächste, was ich mir holen würde. Damit die Munition mal ein bisschen mehr wird. Zwei Magazine da. Oder drei. Okay, wir sollten weiter. Ermorde den KVA-Offizier. Freie den Gefangenen. Wieso bleiben die stehen? Lauf mal weiter. Alter! Gute Arbeit! Ha! So, viel Spaß, Leute. Gute Arbeit, Brady. Mal gucken, wie lange die überleben. Alter, was geht ab? Wo ist denn die jetzt hin? Ah, da hinten. Kannst du mal deine Knarre in die Hand nehmen und die da abknallen? So. Geh lieber kämpfen, Alter. Hups. Naja, immerhin habe ich es mal geschafft, so einen Offizier umzuhauen. Wenn auch etwas komisch. Weil das Auto da vorwärts, rückwärts, was weiß ich wie fährt. Normalerweise verpisst man sich doch da, wenn geschossen wird. Den Bürger. Sehr gut, Brady. So werden sich uns noch mehr Leute anschließen. Ah ja. Zum Glück waren da nicht noch mehr SUVs. Muss ich den jetzt auch befreien? Nö. Oder? Das Problem ist, wenn ich von hier aus jetzt auf den schieße, dann ist der kaputt. Hallo? Der sagt ja gar nicht, ey, voll und so. Okay, da sagt das wieder. Ah, warte mal, ich habe den Rucksack da vergessen. Toll. Hätte ich das mal vorher. Okay, speichern. 1203. Mist, reicht nicht ganz. Für das Dingens. Ich brauche noch $47. Jetzt haben wir meine Mission gerade an. Oder besser gesagt, die Jobs. Hier. Nee.
Was wir brauchen, mehr Leute innerhalb der KVA. Okay, das heißt, Typen, die mit den KVA-Lern schwätzen, muss ich fotografieren oder was? Ich habe das nicht ganz gerafft bis jetzt. Wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte, würde sie sich wahrscheinlich über meine Frisur beschweren. Bleiben Sie ruhig. Es gab einen. Ah, jetzt schwätzt so ein Blödsinn auf einmal. Friedenswächter werden sich der Sache in Kürze annehmen. Wow. Mhm. Da unten rennen sie alle rum. Rette den Bürger. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier wieder. Komme ich da rein? Hä? Was ist denn das für ein Käse da? Rettet den Bürger, läuft da im Kreis oder was weiß ich und dann. Hoppla. Hey, das hat ja nur ganz wenig Leben abgezogen hier. Wie erkenne ich die Kollaborateurs? Diese Verhandlung könnte Walker zu einem Märtyrer machen. Ich mache erstmal hier Stromausfall. Und tschüss. Wie der Karton da vor mir herrennt. Oder kullert, besser gesagt. Okay. Willst du, dass deine Familie auch leidet? Oh, oh. Ich renn hier bloß. Ich geh joggen. Später auch? Ja, okay. Alles klar? Du siehst so angespannt aus. Ja. Ja, weil ich Okay. Weil ich Leute suchen muss. Was sagst du mir das? Pff. Hä? Achso, hab grad gedacht, da liegt einer. Ja, ja. Wie finde ich jetzt raus, wer hier so ein Kollaborateur-Dinger ist? Schon wieder ein Offizier ermorden. Ne, lass mal. Haha. So findet man die also. Mach's Handy weg. Ich kann nicht lenken, wenn du da aufs Handy guckst. Jetzt weiß ich ja, warum die Leute immer auf die Straße rennen. Können immer links und rechts, wenn sie aufs Handy gucken. Ich habe gehört, dass es im Sperrgebiet eine offene Stelle als aktuelle Kriminalitätsrate, der schöne Tag lächelt Ihnen ins Gesicht. Ändern Sie Ihre Welt. Formen Sie Ihre Gewalt. Hihi, voll in den Weg gegangen. Oh, da ist ja so ein. Was? Ich will mit so einem Ding hier mal rumspielen. Ich versteck mich. Ich versteck mich hinter so einem Teil von der KVA. Leck mich doch am Arsch, wieso geht das Ding wieder zurück? Verrückte Teile, hey. Aha. Hier wohnen jetzt die Koreaner, oder was? Lass mich da hin. Befreie die Gefangenen. Ich frag mich nur, wie ich das machen soll. Die Gefangenen befreien. Die Gefangenen freien.
Yes. Gut gemacht, Brady. Mission abgeschlossen. So erhalten wir in diesem Bezirk noch mehr Unterstützung. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Geht weg da vorne dran. Es wird ein bisschen gefährlich hier. Ja, toll, geil, jetzt kommt noch ein zweiter. Ich komme hier nicht mehr weg. Was? Wo? Das Blöde ist, die wissen jetzt, dass ich dahinter sitze. Für die Errungenschaft. Krass. In ihrem Sektor gab es eine Störung. Friedenswächter sind unterwegs. Aha, die schießen einfach mal so hier drauf, oder was? Ich habe keine Heckgeräte mehr. Das ist kacke. Scheiße, ich habe keine Batterien mehr. So, einer noch. Und den SUV. Nur. Oh. Ey, ich komme hier echt nicht mehr weg. Macht die Folge nur unnötig länger. Ja, jetzt. Seid ihr bescheuert oder was? Weg hier! Ich renn einfach mal. Es gab einen schwerwiegenden terroristischen Vorfall in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie allen Friedenswächtern. So. Okay. Schnell weg hier. Leck mich doch. Bitte seien Sie für Ihren Arbeitsplatz bereit, inklusive aller Dokumente. Sie fahren einer neuen Chance entgegen, Ihr wahres Potenzial. So. Hier bin ich jetzt erstmal sicher. Lass mich in Ruhe. Gar nichts. Ich will nur speichern und dann sagen, dass die nächste Folge wieder kürzer wird, glaube ich. Aber erstmal Ausrüstung, Kleidung, gestapelte Magazintasche. So, sehr gut. Jetzt habe ich keine Kohle mehr, aber das ist egal. Mehr Munition, beste. Dann habe ich ja doch noch ein bisschen was geschafft. Dann suche ich einfach mal oder guck mal,
ob mir das irgendeiner in die Kommentare kritzelt, was ich dafür, wie ich den Typ finde, den ich da einscannen soll. Ah ja, eine Aufgabe hängt noch. Eine habe ich gelöst. Vielleicht kann ich das in der nächsten Folge machen. Oder ich versuche mal die Hauptmission wieder weiterzumachen. Schauen wir mal. Naja, wir werden es erleben. Bis dann.